Zwei gele Gäse. Zwei gele Gäse meckern daheim, zähs gemmer Zecke fressen gern Kräm. Stehfelder sterben, Hähfelder erben, Benjabäre verbrennen Bäm. Zwei gele Gäse schennen noch mehr, zwei briger Zwerche strächeln nicht schä, meckern ma blarren, herksen ma garren, bellen ma bellen und blecken erzäh. Zwei gele Gäse mähnen verpennt, mähnser Mädle, hen häse händ. Lämmersche ma schlevern, fränse ma peppern, derge ma stütter, hen se nit gekennt. Matthias Zech, heute bei Wasser oder Woi, heute beim echten Pelzer Woi. Ja, du hast gelesen aus dem Buch Lebensfarbe und das Gelbe, das Gäle, das war sozusagen die erste Farbe, wenn es mal so will. Gelb fast wie der Wein, ne? Und Matthias, Lebensfarbe ist ein Büchlein, das du herausgebracht hast mit Gedichten und, in Texte. Pfälzer, und Texten in Pfälzer Mundart. Ne? In Prosa, ja. Ja. Jetzt das Gäle, das ist ja eigentlich so ein richtig brädes Südpfälzer ne? Ist ja. Das eigentlich ein Neustädter Dialekt? Wo kommst du denn her? Also ich komme von Hambach und da bin ich aufgewachsen. Das ist auch mein Mutterspruch von dort. Aber meine Ältere, meine Mutter kommt eigentlich von Kannel und mein Vater kommt aus Nierkirch. Nierkirch oder Niederkirchen. Niederkirchen. Bei Deidesen. Ne? Aber Kannel ist schon richtig Südpfalz. Ja. Ja, und das hat sich dann alles so gemischt bei uns. Aber meine Mutter, die redet jetzt eher so wie die Neustädter retten, weil sie dort lang gelebt hat. Gut. Und trotzdem finde ich, dass das ein richtiger, also das der meist gebrauchte Pelzer Vokal ist, egal wo man jetzt ist, ja, zumindest in der Vorderpfalz, sage ich mal, das ist bei uns in der Nähe. Und deswegen habe ich versucht, Gedichte zu schreiben, wo praktisch nur dieser Vokal immer, wenn es einmal im Wort vorkommt. Ja. Also Lautmalerei, die sind ja doch, da hast du ein paar andere Sachen auch noch, oder? Da habe ich noch ein paar andere Sachen, aber also bei den Gedichten, das ist halt so die gele Gäse, das ist total sinnfrei, weißt du? Das ist da sinnfrei. Das ist so ein bisschen da, ein bisschen verrückt. Ja. Ja. Man muss jetzt nicht unbedingt den Sinn nicht erkennen, das ist eher so, wenn man halt mal erzählt und redet und babbelt und dann kommen also Zeichen raus. Ja. Ja, sinnfrei. Ja. Aber normalerweise hast du mit Sinn zu tun als Theologe, oder? Das stimmt. Ja. 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 Also ich habe ja Theologie studiert, das weißt du ja, in Würzburg und in Paris. Und bin im Ausland. Im Ausland. Ja. Und dort habe ich auch gemerkt, dass ich lieber Französisch wie Hochdeutsch babbel. Also gut. Aber jetzt bin ich hier wieder in der Pfalz, in der Diözese Speyer angestellt und war da in Bad Bergzabern, in der Südpfalz. Dann war ich in Frankenthal, dann war ich mal Gefängnisseelsorger und jetzt bin ich seit 20 Jahren in Speyer im Ordinariat, in der Personalabteilung. Mhm. Ja. Ach, für die Theologe zuständig, für die Pastoralreferente. Und die lernen dann auch mal Pfälzisch-Brettische? Wie der Dekan Jakob, ne, als das macht. Das muss jedem liche. Ich weiß jetzt nicht, da gucke ich jetzt nicht, wie die Einzelnen das machen in ihrer Pfarrei oder im Krankenhaus oder wo sie eingesetzt sind oder in der Schule. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit. Ne? Du bist mit dem Pfälzischen aufgewachsen. Ja, in unserer Familie hat man halt Pfälzisch gebabbelt und nicht dort, sondern überhaupt im ganzen Dorf. Und da war es eher ungewöhnlich, dass jemand Hochdeutsch geredet hat. Ja. Das muss man so sagen, Thomas. Heute ist ja eher das Hochdeutsch auf dem Vormarsch. Wahrscheinlich, ja. Und wenn du sagst. Und wer redet dann noch Pelzisch? Die Alte oder die, wo es daheim halt auch noch retten, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oder so eine Mischung aus Pfälzisch und Englisch, ne? Ja, die Spruch, die verändert sich ja. Also ich rede ja auch nicht mehr so, wie meine Oma geredet hat. Ne? Also ich finde, da hätte man wahrscheinlich noch vieles nicht mehr verstanden. Und wir retten jetzt halt wieder anders wie früher. Und wahrscheinlich die Neue, jetzt die Junge, retten jetzt. Also der Tonfall ist etwa geblieben, aber Wörter, alte Wörter? Alte Wörter gehen verloren, aber das hängt ja auch damit zusammen, dass manche Wörter auch gar nicht mehr gebraucht werden. Wörter aus der Landwirtschaft oder so, die sind ja jetzt im allgemeinen Gebrauch jetzt einfach nicht mehr da, ne? Braucht man nicht mehr. Mhm. Gut, es gibt wieder neue, denke ich, wo man jetzt wieder neue Wörter lesen kann. Also heute ist eine schöne Glosse in der Rheinpfalz am Sonntag. Über Change Management, da habe ich dreimal lesen müssen, wie der das schreibt. Das war richtig gut. Also, ich denke, so ein Unterschied, ob ein Pelzer Change Management sagt oder ein Engländer. Ich bin in der Sprache aufgewachsen. Das ist das Mittel, mit dem ich mich ausdrücken kann. Ja. Ja. Kann man mit dem Dialekt, mit dem Pfälzischen, andere Sachen ausdrücken als mit Hochdeutsch? Ja, würde ich schon sagen. Also, was ist andere Sache? Man kann Sachen anders ausdrücken. Ja, würde ich sagen.
Wir haben ein paar andere Wörter, also ich weiß nicht, im Hochdeutschen verscheverigt oder leerig oder was ähnliches. Das muss man erst mal entdecken, was das dann wieder übersetzt heißt. Ja? Da muss ich natürlich auch überlegen, als Wormser ist ja. Das mir nicht geläufig. Ja. Na gut, ja, oder gel und blo und irgendwas, egal. Man muss halt überlegen, was dazu passt. Und dann passt es für einen Pelzer, aber vielleicht für einen Wormser schon nicht mehr so. Ja. Und vielleicht für einen, wo von Hubertalis erst recht nicht. Ja? Das ist halt, da geht es dann wieder anders ausdrücken. Mhm. Aber das finde ich, das ist der Reichtum von der Sprache, dass man manche ich sag mal, Phänomene ausdrücken kann. Mal so besser, mal so besser. Und ich kann es halt gut so. Kommt über den Dialekt der Charakter der Menschen und der Leute, der Pfälzer zum Ausdruck? Naja, so wie die Berliner halt mit Berliner zum Ausdruck kommen, so kommen die Pfälzer halt in ihrer Sprache zum Ausdruck. Also, und ich finde, man sollte sich halt nicht verstellen, sondern sollte zu stehen und soll halt so babbeln, wie man es gewähnt ist. Und gut, es wäre nur schwierig halt, wenn es Leute nicht verstehen, weil sie halt woanders her sind. Da bemühe ich mich dann schon. Ja, ja. Es heißt also, nicht alle Pelzer haben eine rote Nase, ne? Wie die Boisel in den Boisel-Comics. Nee, wirklich nicht. Man kann auch ganz ernsthafte Sachen ausdrücken. Du hast ja vielleicht mal ein bisschen gelesen. Das ist ja nicht alles lustig und nicht alles so sinnfrei. Und also ich versuche das auch dann halt, Dinge auszudrücken in meinem Spruch, die auch ernst sind oder melancholisch oder sensibel sind, so wie es kann. Was, ne? Du willst noch was hören davon? Ja. Gut. Ja, vielleicht genau das Gegenteil oder was ganz anderes dazu. Oder wie hast du was raussucht? Oder hast du dann würde ich was anderes machen? Dort zu dem Ofenfeuer vielleicht? Geht das? Ah ja, ein schönes Ofenfeuer, ja? Genau. Ja. Dann würde ich das mal probieren. Also, Ofenfeuer. Holzfeuer hinterm Glas, im Ofen, in der Stub, so heiß und hell. Lebendig schäh die Funke, Glut und Flamme dann so bloß, so rot, so gel. Das Sofa vis-à-vis mit uns in der Stub, so schwarz, so kalt, so tot, verschitt so groh von Lebensesch, ke rot, ke gel, ke blo. Ach, deh doch noch einmal ein Blitzwind aus'm Ofen, wegblose heiß und hell mit roter Hitz, von uns und von dem Sofa den Stab, die Esch, so schwarz, so kalt, so groh, und Feier auf dem Sofa in der helle Stub. Wir deten wieder tanze und unser Flamme heiß und hoch, lebendig um die Wett, so blo, so gel, so rot. Ja, du machst deine Gedichte und schreibst deine Texte nur für dich. Jetzt, du hast ein Büchelchen veröffentlicht. Das ist das erste Buch. Genau, das ist mein erstes Buch, also was ich veröffentlicht habe, weil das hängt dort auf. Ich habe öfter so Lesungen gemacht mit Musik und Text halt. Und da haben mich immer wieder Leute gefragt, ob sie die Texte haben können. Und nachdem ich das jetzt ungefähr fast 10 Jahre lang mache, habe ich ein paar Texte, also Prosa und Lyrik, habe ich wenn die Leute schon das wollen, dann tue ich jetzt mal das probieren mit einem Buch. Und das habe ich jetzt gemacht dieses Jahr. Und freue mich, dass es immer wieder Leute gibt, denen das gefällt, wo das gefällt. Und ja. Lebensfarbe. Hier hast du noch Zeichnungen drin? Ja, ja. Wer hat die gemacht? Das Cover, da, was man so sieht, das hat die Karin Germeyer-Kien gemacht. Und das ist eine Künstlerin dort, die in unserer Nachbarschaft wohnt. Und ich finde, die hat das ganz toll umgesetzt in Farbe, was in dem Text Valencia in dem Buch steht. Und dann die Zeichnungen, die drin sind, haben zwei junge Frauen gemacht, und zwar die Marie Romayin und die Zoe Beiderwellen. Und auch dort bin ich froh, dass sie das so toll hingekriegt haben, Texte in Zeichnungen umzuwandeln. Du machst auch Lesungen, wie gesagt, hast du erwähnt. Ne? Und du beteiligst dich auch an den einschlägigen Mundartwettbewerben. Mhm. Zum Beispiel? Ja, also die Mundartwettbewerbe, die man so normal kennt, das ist der in Bockenheim, das ist der bekannteste, und in Dannstadt der Hedi 2. Ja, da habe ich jetzt seit 9, 10 Jahren mitgemacht. Und mit ein paar Erfolgen halt, ne? Ja. So, ich habe mich gefreut, wenn es so lange war. Ich habe den ersten Platz gemacht, gell? Ich habe schon mal den ersten Platz gemacht, ja, 2015, ne? in Bockenheim. Ja. So. Da hören wir jetzt das Preisträgergedicht, gell? Ja, das wollte ich jetzt. Zum Schluss. Okay. Ne?
Eiszeit. Du schmunzelst nimmer über mein alter Witz. Das ist schlimm. Mir fallen ach keine neue mehr ein. Das ist noch schlimmer. Aber am schlimmsten ist, am allerschlimmsten, lache, zamme lache, du ma gar nimmi. Du riechst mich nimmi an. Das ist traurig. Ich darf dich ach nimi a riere, das ist noch trauriger, aber am traurigste ist, am allertraurigste, kreine, zamme kreine, du ma gar nimi. Du sagst mir nix mehr von der, das ist eisig. Ich will auch nix mehr von der wisse, das ist noch eisiger. Aber am eisigste ist, am allereisigste, verzähle, zusammen verzähle, du mir gar nimi. Du und ich sind zusammengefrorene. Und hoffentlich, hoffentlich tut's nicht taue, mir deden glatt davonlaufe. Und danke, dass ich laufen kann und gravle, hebe, tanze. Ach, dass ich mein Finger kann bewege und warm hab und ein dichte Dach. Dass ich noch kreine kann und klache, wann's immer wieder dreckig geht, wann Bruder Tod zu Ballals akloppt und schnell so schöne Träum verdreht. Dass ich ein Plätzl find zum Ruhe, zum Dichte, wo ich einfach beschreib, was alles grad so aus mir raus will. Und wo ich spiele, im Geschriebene bleib ich drin, so wie ich denk und bin, weil ich mich nicht verstellen muss. Heid sag ich Dankeschön, desto welche, und geb im Leben einen dicken Kuss.